Willkommen bei Ring of MX Camp und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Basics Kurventechnik. Ja, wir teilen heute die Kurve in drei Sektionen: Vorbereitung für die Kurve, Kurveneingang und Rausbeschleunigung aus der Kurve. Sektion 1, Vorbereitung für die Kurve. Wichtig ist, bevor man beginnt zum Bremsen, immer schön auf dem Fußball stehen. Wenn man beginnt zum Bremsen, nach vorne wechseln, Kontakt zum Motorrad haben, Knie gespannt lassen, nicht nach vorne fallen, Kinn Richtung Lenker, Becken nach hinten gekippt, dass der ganze Druck in den Fußrasten geht. Sektion 2. Wichtig ist, gleichmäßig in die Kurven reinbremsen und reinfahren. Kontrolle über das Vorderrad, Ellbogen nach oben und wenn die Kurve beginnt, Motorrad nach innen legen und gleichmäßig ins Gas gehen. Sektion 3, Beschleunigungsphase. Gleichmäßiges Hinsetzen, Fuß nach vorne strecken, Kontakt zum Tank, nicht den Boden berühren, Spannung in den Oberkörper, Blick nach vorne gerichtet, Druck am Außenfußrasten und umso mehr, dass ich Richtung Kurvenausgang komme, umso schneller muss ich schauen, dass der zweite Fuß am Fußrasten ist, dass ich die Stabilität beim Ausgang habe. Tipps, um diese Technik schneller zu erlernen: Man legt sich einen kleinen Rundkurs an, Kurven mit Rillen, Kurven ohne Rillen, weitläufige Kurven, enge Kurven. Dort probiert man, stehend zu fahren, sitzend zu fahren, sitzen, stehen zu fahren mit einem Fuß herunter.